Das ist die Adrienne, die für das Hörspiel des Jahres vergeben wird. Es gibt aber zwei Adriennen, die gehen an Preisträger des Track 5-Wettbewerbs. Das ist also eine Kurzform des Hörspiels für freie Produzenten, also die nicht hier im Radio produziert werden, sondern daheim oder wo auch immer. Wir haben einen Aufruf gestartet, gemeinsam mit der Schule für Dichtung, und noch nie so viele Einreichungen bekommen wie heuer. Vielleicht hat es auch daran gelegen, dass wir strenge Auflagen gegeben haben, nämlich 5 Minuten, länger durfte es nicht sein, um eine Geschichte zu erzählen. Es muss Originalton darin enthalten sein, also eine Aufnahme von selbst aufgenommen, und der Satz: Man kann ja nie wissen. Man kann ja nie wissen. You never know. Man kann ja nie wissen. Man kann ja nie wissen. Man kann ja nie wissen. Aber man kann ja nie wissen. Obwohl ich da eigentlich genau beim Thema war gerade, gell? Man kann ja nie wissen. Kann dieses "man kann ja nie wissen", was ja formal auch schon ein negativer Satz ist, man kann das positiv sehen. Man kann sagen, ja klar, man kann nie wirklich was wissen, oder es gibt diese Sicherheit nicht, aber das befreit uns nicht von der Aufgabe, das Beste draus zu machen. Das war so.